Zimmermann braucht. Nee. Feuer! Ja, Captain! Nur ein guter Schuss! Du setzt uns auf Kurs, Samuel! Feuer! Wir wurden getroffen! Feuer! Ihre Schwachstelle ist unbesiegelt! Los geht's! So, ich denke, ich werde mein Schiff definitiv reparieren und nicht den Bekanntheitsgrad verringern. Ja, bis jetzt habe ich echt viel getroffen. Super. Okay, von allen Schüssen habe ich meine eigene Crew getötet. Kein Gegner. Sehr schön. Wunderbar, das haben wir geschafft. Das ging Gott sei Dank jetzt schnell. So, jetzt mal ganz kurz auf die Karte gucken, denn wir können mit der nächsten Hauptmission beginnen. Ich hab genug, um das Schiff aufzubringen. Bring die Hauptsegel in den Wind! Alle setzen und... Dann machen wir das nämlich auch gleich. Und machen mit der nächsten Hauptmission weiter. Ah, das hat mich jetzt schon ein bisschen geärgert, dass das so überhaupt nicht geklappt hat. Erst wird das Segel schon... Da glitscht schon wieder einer vom Schiff. Erst bin ich andauernd versenkt worden und dann, wenn ich es geschafft habe, stürzt dann mir mein Klettern ab, ey. Das ist... Ich hab ein Talent für sowas. Wirklich, ich hab ein Talent für solche Fails. Was? Die greifen mich an? Ach ja, stimmt, ich werde gesucht, aber die ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Wenn ich den Kämpfen ausweichen kann, dann weiche ich den Kämpfen jetzt aus. Und segel zur nächsten Hauptmission einfach durch. Mal gucken, was wir dann dort machen müssen. Aber wir haben jetzt schon mal ordentlich Sklaven gesammelt. Jetzt haben wir über 200. 150 haben wir gebraucht für die nächste Mission. Und mal gucken, ob wir danach gleich die nächste Hauptmission machen könnten oder ob wir noch ein paar Maroons und Sklaven brauchen. Vielleicht können wir das dann auch an Land erledigen wieder. Weil ich finde es so, wenn es so abwechslungsreicher ist, besser. Also zu viel See will ich eigentlich nicht machen, sondern so eine gute Mischung, so 50-50. Der Wind ist nicht auf unserer Seite gerade. Zu diesem Ort reisen? Ja, bitte. Ich bitte darum. Okay.
Dann gucken wir mal. Oh, mein Bekanntheitsgrad wurde zurückgesetzt. Dankeschön. Bezüglich des Aufstands auf der Dürer-Plantage. In der letzten Woche hat sich die Stadt... Wo muss ich da hin? Da oben. Den Schleier lüften. Monsieur Adwale, die Maroon haben euch für ihre Sache gewonnen. Augustin weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch fortsetzen kann. Doch die Maroon sind hervorragende Krieger. Augustin hat mich mit allem versorgt, was ich brauchen könnte, bis ich zu meinen Brüdern zurückkehre. Dann glaube ich, ihr schuldet mir ein Paket. Ihr duldet euch noch eine Weile. Zur Sicherheit. Ihr steht nicht zu eurem Wort. Mein Wort war vielleicht. Das steht. Denkt ihr wirklich so schlecht von mir? Im Gegenteil. Ihr habt eure Freiheit bewahrt unter den Franzosen, indem ihr geschickt euer unverzichtbares Geschäft führt. Ich respektiere euch sehr. Doch ich wäre ein Narr, würde ich einem so klugen Menschen so schnell trauen. Welch scharfes Auge und welch Engelszunge ihr habt. Da ihr mir also nicht geben wollt, was ich wirklich will, hoffe ich, ihr seid bereit, mir euren Respekt auf andere Art zu erweisen. Es ist gut möglich. Ich brauche einen vorsichtigen und wachsamen Mann, der den Gouverneur ausspioniert. Ich muss wissen, was ihn ablenkt und warum er den Code Noir immer strenger umsetzt. Das Leben vieler Sklaven hängt davon ab. Ich teile eure Neugierde. Ich werde es tun. Für die Sklaven. Vielleicht gibt es doch Ehre in euch. Ihr braucht eine Verkleidung. Bitte, zieht das hier an. Sklavenkleidung? Was bezweckt ihr mit dieser Demütigung? Wollt ihr zusehen, wie man mich wieder einfängt? Demütigung? Verachtet ihr eure versklavten Brüder denn so sehr? Achtet ihr denn irgendjemanden? Oder sind wir nur Spielfiguren für euch? Das würde euch so passen. Das ist kein Trick. Es ist nur das... Nun. Gouverneur de Fayet wird eine Soiree abhalten. Und glaubt ihr es oder nicht, ich bin nicht eingeladen. Eine solche Veranstaltung bedeutet, dass viele Dinge zu seiner Villa geliefert werden müssen. Da kommt ihr ins Spiel. Mit der Kiste könnt ihr unter den Warenlieferanten untertauchen. Wenn ihr drin seid, beobachtet ihr unseren guten Gouverneur. Werden die Aufseher einen Mann mehr nicht bemerken? Oder ist euch mein Wohlergehen nicht so wichtig? Ich traf noch nie einen Aufseher, der Sklaven unterscheiden konnte. Nichtsdestotrotz, seid vorsichtig. Ich spüre, dass ihr ebenso klug wie stark seid. Ihr findet einen Weg. Ja, Ma'am. Da kommen sie. Reiht euch ein. Seid vorsichtig. Was geht da hinten vor sich? In die Reihe! Wer bist du? Ein Freund. Machst du dir einen Spaß? Nein. Du bringst uns den Tod. Psst.
Schwein. Du bist zu unterwürfig. Excellent. Stell die Kisten da ab, cher Monsieur. Also, genug Däumchen gedreht. Zurück an die Arbeit. Hier muss es eines Königs würdig sein, wenn meine Gäste eintreffen. Faule Bastarde, man sollte sie auspeitschen. Man sollte mich ehren, wirklich. Mich ehren dafür, wie geduldig ich bin. Ah, oh, meine Füße tun weh. Was bringt es zu jammern? Ich werde es mir merken. Still jetzt! Freund, wechselt die Wache hier häufig? So oft wie der Tag zur Nacht wird. Hab Dank. Wenn du ein Freund bist, beweise es. Die Alarmglocken führen zur Desynchronisation. Oh ja, oh Gott, okay. Wenn das so weitergeht, sieht es immer ihr Volk. Nein. Oh Gott, einer läutete gleich die Glocke. Das schaffe ich nicht mehr. Okay. Aber dann. Nein! Hättest noch ein bisschen gewartet. Ich wollte mir gerade die Gegend angucken. Wie ich da am besten reinkomme. Schade. Ich wollte mir jetzt. Wenn ich das jetzt einmal nicht schaffe, okay, kein Problem. Ich wollte mir das wenigstens dann angucken, wie ich hier am besten. Wie ich hier am besten dann reinkomme. Wieso wird der mir Gold angezeigt? Ich bete, dass mir das nicht passiert. Wenn das so weitergeht, sitzt du für immer hier fest. Ich dachte immer, hier an der Villa wäre es interessant. Grüßer Scheiß. Hört mir nach Open Psst. Den Aufseher töten, der die Sklaven führte. Ah, okay, das war die optionale Mission. So, okay. Also die Richtung ist definitiv besser.
ich so rumlaufe. Was glaubst du, worüber dieser Ding geht? Dieu se le sait. Aber ich hoffe, es ist etwas aufregend. Du hast recht. Es ist lange eher, dass hier mal was los ist. Ich bleib jetzt mal kurz bei denen stehen, um zu sehen, ob die sich trennen. Hat sich erledigt. Okay, kann schon mal die. Ich hoffe, hier ist ein Fenster auf. Die Expedition kostet mehr, als unsere ursprüngliche Berechnung nahelegte. Es handelt, ihr hättet einem Mädchen von Bastien ein Juwel im Wert der halben Flotte geschenkt. Was ich mit meinem Geld mache, ist meine Sache. Was ist mit den Geldern vom letzten Monat? Navigation ist eine kostspielige Wissenschaft. Das ist wohl wahr. Wenn man jeden Faden mit parfümierter Seife isst. Oh, okay. Wenn kein passendes spanisches Schiff verfügbar ist, warum kein französisches nehmen? Wollt ihr einen Krieg anfangen? Der Friede zwischen unseren Ländern ist brüchig. Wir können uns nicht leisten, irgendeinen. Euer Name wird mit meinem in die Geschichte eingehen. Wenn ihr mir die Gelder und das Schiff wendet. Genug Gold. Selbst Zwangsarbeit ist nicht umsonst, mein Freund. Sklaven müssen teuer essen. Scheiße. Komm schon, dreh dich um. Oh nein. Nein. Scheiße. Okay. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen schwer, weil wenn du die Wachen nicht tötest. Ja, was war denn das jetzt? Das war jetzt aber ungünstig vom Spiel her. Ich hoffe, der bleibt da oben liegen. Okay. Spanisches Schiff nach Paris, warum kein französisches nehmen? Wollt ihr einen Krieg anfangen? Der Friede zwischen unseren Ländern ist brüchig. Wir können uns nicht leisten, irgendeinen Verdacht zu erregen. Euer Name wird mit meinem in die Geschichte eingehen, wenn ihr mir die Gelder und das Schiff besorgt. Danke, doch ich muss eine teure Kolonie regieren. Bei den vielen Sklaven, die ihr einführt, dachte ich, ihr hättet genug Gold. Selbst Zwangsarbeit ist nicht umsonst, mein Freund. Sklaven müssen teuer ersetzt werden. Die armen Biester sterben, bevor sie sich vermehren. Auch Sklavenschiffe würden von besserer Navigation profitieren. Weniger Unglücksfälle. Nun, das ist interessant. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Beim ersten Mal. So, ich hoffe, jetzt muss ich nicht mehr inkognito bleiben. Habe ich die jetzt schon befreit, oder? Weil das war doch dieses Zeichen dafür, oder? Hier drauf. Aber er hat mir jetzt nichts angezeigt. Okay, vielleicht hätte ich das doch inkognito machen müssen.
Mal gucken, wenn die Mission vorbei ist. Vielleicht wird es mir ja noch angerechnet. Alors, was habt ihr erfahren? Der Gouverneur überschätzt sich. Trotz seiner Wachen hätte ich ihn mit eigenen Händen töten können. Er hätte es verdient. Warum glaubt ihr, dass ihr ihn braucht? Ich halte Freunde in der Nähe und Feinde noch näher. Auf welcher Seite steht ihr? Sagt ihr mir, was ihr erfahren habt? Wer lenkt ihn ab? Ein dreister Forscher, Gaudin, bettelt beim Gouverneur um Geld. Es geht um eine Expedition und Navigationstechniken. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Hat sich mein Netzwerk gegen mich verschworen? Glaubt der Hafenmeister, ich gebe ihm die besten Mädchen, weil ich nett bin? Wünscht ihr, dass ich weiterforsche? Ich gebe zu, als Mann der See fasziniert mich die Wissenschaft der Navigation. Nein. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr wollt, aber geht, ich muss nachdenken. Den Schleier lüften. Geschafft. Okay, das mit den Sklaven habe ich leider nicht geschafft. Aber wenigstens eine Sidequest.